Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Ja, für das heutige Video haben wir uns überlegt, euch so einen kleinen Einblick von unserem Alltag zu verschaffen, beziehungsweise einen Tag aus dem Leben eines Huskies. Ja, wir zeigen euch einfach, was wir so für Sachen allgemein machen. Und eine Sache natürlich vorab, es sieht nicht jeder Tag so aus wie den ihr gleich sehen werdet. Ich würde jetzt auch gar nicht mehr weiter viel drum herum reden, wünsche euch an der Stelle viel Spaß mit dem Video und los geht's. Miki, komm, wir gehen. Komm. Miki. Ja, manchmal passiert, dass Miki einfach einen kurzen Ausfall braucht. Und einfach nur sehr, sehr stur ist und einfach nicht weitergehen möchte, wenn man ihn dann ruft. Miki, guck mich mal an. Ja. Er hat da irgendwas auf dem Baum entdeckt und ja, das ist der Meinung. Setz dich mal kurz hin. Chillt. Und soll die Welt mal auf ihn warten. Ist ihm total egal, ey. Ne? Ist dir egal, Miki, ne? Sollen alle auf dich warten? Miki.
So, ich habe mir jetzt überlegt, wir gehen mit Miki ein bisschen Fahrrad fahren. Und ihr seht schon dieses interessante Gerüst. Da wollte ich euch ja auch mal so ein Video noch zu drehen, wie das hier genau alles funktioniert. So, by the way, das heißt Bikejoring, so eine Sportart. Für die, die es vielleicht noch nicht wissen. Ja. Aber da werde ich demnächst, denke ich, auf jeden Fall nochmal so ein einzelnes Video zu machen. Und genau. Also es hat jetzt angefangen zu regnen. Wir sind natürlich immer wieder sehr passend rausgegangen. Immer dann, wenn wir rausgehen, fängt es irgendwie an zu regnen und man hat keinen Regenschirm mit bei. Und ja, wir machen hier auf jeden Fall noch so eine Runde, so eine kleine Spazierrunde. Jetzt ist auch schon ein bisschen, ja, eine halbe Stunde sind wir jetzt draußen. Miki ist halt irgendwie ein bisschen lustlos, würde ich sagen. Er hat irgendwie nicht so Bock, irgendwie was zu machen. Der ist irgendwie ganz chillig heute unterwegs. Von daher machen wir jetzt noch diese Runde zu Ende und ja, begeben uns dann nach Hause. Der Miki ist jetzt auch schon kaputt vom Tag, deswegen würde ich sagen, war es auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, denn wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über euren Support wie immer. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gebt uns auch gerne ein Feedback, wie ihr dieses Video fandet, ob wir mehr von solchen Videos für euch drehen sollen. Und dann machen wir das natürlich auch immer gerne. Ja, wünsche ich euch dann an der Stelle, oder wir wünschen euch alles Gute. Und wir sehen uns hoffentlich bald bei dem nächsten Video von uns. Bis dann, ciao!